Einfach mal so festlegen. Und damit das Ihnen bei Ihren Obstbäumen nicht passiert, dafür haben jetzt unser Fernsehgärtner Ole Beker und unser Reporter Sven Tietzer die richtigen Tipps, wenn man sie versteht. Weil ich glaube, die haben sich ganz schön dick eingemummelt. Ja, das hoffe ich doch bei dem Wetter. Sven, ihr zeigt ja jetzt den richtigen Pflanzenschnitt. Warum muss denn das jetzt gerade im Winter sein? Man sagt doch immer, im Winter, da ruht sich die Natur aus. Ja, du, ich habe mir das heute auch anders vorgestellt. Ich habe ja gedacht, wir sind schön in der warmen Gärtnerei und machen es uns da muggelig. Aber nein, wir sind bei unserem Fernsehgärtner Ole Beker zu Hause. Hier, zeig noch mal, guck mal, wie schön das hier aussieht. Das ist so ein richtig kleines Bullabü, ne, wie er sich das hier gemacht hat. Ah ja, gut, wir machen Obstbaumrückschnitt und der muss jetzt tatsächlich im Winter passieren. Ole, hast du auch ein heißes Gefährt hier noch? Ja, damit er keine kalten Füße kriegt, die Tüte. Nee, ich meinte deine Vogel hier, mit dem du hier über deine Gärtnerei fegst. Kann was, wa? Gut, ja, pass auf. Wir bringen jetzt mal hier einen Obstbaum mit und gucken Sie sich den mal ruhig an, hier oben. Der ist ziemlich karg. Und du sagst, wenn man dich jetzt einen kaufen möchte, dann geht man ja mal danach, dass er schön voll ist. Ist aber verkehrt. Richtig. Im besten Fall sollte er so kakelig aussehen. Das Warum? Das ist tatsächlich der beste Warte Fall. Warte mal, dein Mikrofon ist verrutscht. Das ist bestimmt bei der rasanten Fahrt passiert. Danke. Ja, wahrscheinlich. Fahrtwind. Im besten Fall hat er tatsächlich nur diese drei sogenannten Leittriebe und den Mitteltrieb. Ja. Das ist optimal. Mehr braucht er nicht. Mehr braucht er nicht. Mehr Gut. Er nicht. Dann lass uns den mal mit hinnehmen zum Vergleich. Du hast ja hier schon welche stehen. Die stehen schon seit dem letzten Jahr. Und wenn das bei Ihnen, kann ich den, ich lege den einfach hier hin, ne? Den pflanzen wir ja jetzt nicht mehr ein. Ne? Genau, der ist nicht dran. Warte, dass damit da keiner drauf tritt, lege ich ihn hier hin. So, die stehen jetzt schon. Und wenn es bei Ihnen zu Hause auch so ist, dass Sie die Bäume gepflanzt haben und die so viele Triebe haben, dann müssen die zurückgeschnitten werden. Und jetzt kommen wir zur Anfangsfrage. Warum jetzt? Ja, warum jetzt, wo es so kalt ist? Also der Schlimmste ist durch, das müssen wir dazu sagen. Das heißt, Nachtfröste, die dauerhaft unter minus 5 Grad gehen. Und das heißt, es wird zwar noch mal kalt, aber nicht dauerhaft so extrem. Und deswegen können wir jetzt loslegen. Ah, okay. Im zeitigen Frühjahr oder im Nachwinter, das haben wir jetzt. Also ja, ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt wie mache ich aber den Rückschnitt richtig? Also ich als Laie, ich würde einfach, ja, ich würde ja im schlechtesten Fall, würde ich da einfach beigehen und runterschneiden. Aber so ist es auch nicht, ne? Nein, so ist es auch nicht. Du hast gerade gesehen, drei Triebe reichen uns vollkommen aus. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn wir jetzt so verrückt waren und haben uns gerade einen Baum gekauft, der besonders viele Triebe hat wie der hier, was wir schon gesehen haben, eigentlich ja nicht schlau ist, dann schneiden wir natürlich ein ganz Teil Triebe als erstes raus, die unseren sogenannten Mitteltrieb schon mal so ein bisschen Konkurrenz machen. Also die ganz. Also das hier wird nachher der richtige Baumstamm, der soll bleiben. Das ist der Trieb, der die Krone nachher nach oben fortsetzt. Gut. Der bleibt auf jeden Fall. Ja, und dann schneiden wir vor allen Dingen auch auf Astring. Das ist auch wichtig. Das heißt, wir sehen hier so ein, so etwas wie einen Ring, an dem der Trieb quasi ansetzt. Da schneiden wir weg. Keine Stummel stehen lassen. So, ich habe mal gehört, darf der auch geschnitten werden hier? Der darf auch. Wir müssen uns ja jetzt drei Triebe aussuchen. Deswegen hast du da drüben schon die Wollfäden gesehen. Pass auf, ich mache jetzt mal einen verkehrten Schnitt. Ne? Also ich habe jetzt mal früher gehört, dass man so schräg abschneiden soll, damit das Regenwasser abläuft. Ja. Richtig oder falsch? Das ist heute nicht mehr die richtige Methode. Ganz einfach, weil ein schräger Schnitt immer eine größere Wunde darstellt. Und man sagt, das Entscheidende ist, die Wunde möglichst klein zu halten. Also so wie du es hier gemacht hast, gerade. Okay, ja, alles klar. Wie viel würdest du denn jetzt da noch alles abschneiden? Also wir behalten drei Triebe über. Das heißt also, wenn wir jetzt mal ratzfatz vorgehen. Ja, machen wir ratzfatz. Ja, ratzfatz heißt, ich schneide auch wirklich mal so einen dicken hier raus, Bums, damit die drei Triebe, den hier unten die auch weg, behalten, den da unten auch weg. Guck mal, wie radikal das jetzt hier zur Sache geht. Ja. Der hier auch noch weg? Der auch noch weg, der auch noch weg, der auch noch weg. Jetzt und schon ist er nackig. So, und jetzt werden diese drei Triebe noch angeschnitten. Ach, die werden noch so eingekürzt? Und zwar eine gedachte Linie, die sogenannte Saftwaage. Ach, die Saftwaage. Ja, die Saftwaage. Das kommt nicht immer so ganz genau hin. Ich habe den jetzt hier mal ein bisschen länger gelassen. Ganz einfach, weil entscheidend ist, die Knospen, über denen ich wegschneide, soll nach außen zeigen. Und, sehen wir das mal. Mhm. Ja, wenn wir dann von oben schauen, dann soll das Ganze so ungefähr so ein Bild abgeben. Aha, verstehe. Dieser Stern und wenn die jetzt austreiben, dann haben wir das Bild. Und wie dieser Baum im besten Fall nach ein paar Jahren aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt. Dieser Apfelbaum hat eine Höhe von 4 Metern und ist wie alt, Ole? Na, 5, 6 Jahre wird er auf jeden Fall sein. Und hat die perfekte Krone. So sollte sie aussehen. Nahezu.
ein Trieb weniger oder zwei weniger wäre auch okay, aber das ist schon ziemlich schön so. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns den Unterschied anzugucken. Das wird mal eine richtig schöne volle Krone. Und hier drüben haben wir auch einen Apfelbaum. Ja, der wächst so schmal nach oben. Also ist Absicht, ne? Das ist Absicht. Die Krone darf auch noch mehr Triebe enthalten, als der, den wir eben gesehen haben. Vorausgesetzt, die Krone ist höher gezogen. Wir haben hier mehr Platz. Ja. Und das ist ganz wichtig, die Krone wirkt ja schmaler. Wir haben jetzt hier schon mal angefangen und leiten die Krone nach außen ab. Also die Krone in die Breite. Genau, die Krone in die Breite ist wichtig, damit ordentlich Licht reinkommt, die Äpfel gut besonnt werden, damit der Baum gut belüftet ist. Da haben wir eigentlich eine schöne Eselsbrücke. Ja. Wenn man zu viel in der Krone hat, wird es breit. Des Weiteren merken, haben wir ja gelernt, 3 bis 4 Leittriebe. Mehr nicht, meine Damen und Herren. Tja, Ole, da frage ich mich, ich recherchiere jetzt mal hier direkt am lebenden Objekt, wenn ich hier jetzt mal so durchzähle, bei diesem Apfelbaum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, was ist da schiefgelaufen? Ja, da ist ganz einfach dieser Pflanzschnitt, von dem wir gerade gesprochen haben, eben in den ersten Jahren nicht gemacht worden. Ja, wer hat denn das verschlammt? Wer hat denn das hier verschlammt? Ja, also das übernehme ich nicht, die Verantwortung. Das würde ich einfach mal sagen, ist der Tatsache geschuldet, dass wir gerne auch mal Bäume retten, die irgendwo stehen geblieben sind. Und wenn der schon 3, 4, 5 Jahre steht, dann macht man den Pflanzschnitt natürlich nicht mehr. Okay. Dann versucht man den Baum, wie es hier auch der Fall ist, möglichst zu pflegen. Und dann kommt der auch durch. Aber schöner ist natürlich das. Übrigens, jetzt müssen wir noch ganz schnell korrigieren. Unser Mitteltrieb. Ja. Der fehlt noch. Der muss auch noch eingekürzt werden. Und wir denken uns den Stamm hier als gedachte durchgehende Linie. Und dann suchen wir uns eine Knospe, die ungefähr so 15 cm über den anderen Trieben liegt. Das wäre jetzt ungefähr diese hier. Und das schneiden wir weg. So, und wenn die jetzt austreibt, dann verlängert die diese Linie weiter. Gut, so wäre es also optimal. Wir haben gelernt, 3 bis 4 Leittriebe. Richtig. Kahl schneiden Knospen das Ding, nach außen, auch wenn es hässlich aussieht. Und wenn Sie sich eine kleine Eselsbrücke machen wollen, man kann einen kleinen Trick machen, vorher sich die Triebe aussuchen, die unbedingt bleiben sollen, wie du hier gemacht hast. Das, ne? Macht auf jeden Fall mit Sinn. Den roten Fingern. Und dann weiß ich ganz genau, was ich alles abschneiden kann. So ist es. Sehe ich das so richtig? Ganz genau. So, Ole, dann schnippel ich hier knallhart ab. Schild kann auch mit weg. Nee, der nicht. Da geht's schon los. Aber es passt so, wie ich das mache, ne? Ja, alles richtig. Du schreist, wenn ich was verkehrt mache. Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, mein Lieber. Und für Sie, meine Damen und Herren, der hier auch, ja, ne? Ja, also du hast alles schon wieder was gelernt. Ja, stimmt. Ist alles zusammengefasst. Das müssen wir noch einkürzen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Auf unserer Homepage ndr.de/meinnachmittag und da für dich. Auf unserer Gartenseite. Und schon ist der nächste Baum, zack, wieder nackig. Du hast schräg geschnitten. Ich habe doch gelernt, der muss gerade sein, der Schnitt. Ich wollte mal gucken, ob du das noch... Aber hier ist die Knospe, ist auch wieder... Du machst eine tiefer, das ist überhaupt kein Problem. Man darf... Hier? Ja. Rabums. Schon wieder schräg. Was ist denn hier heute mit los? Also, hör mal. Es gibt nicht ganz richtig oder ganz falsch. Das liegt wohl am Knick in der Linse, lieber Sven. Das ist... Irgendwann wird es gerade. Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank. Dank.